Olaf Scholz wurde zum Kanzler gewählt und das ist ein schlechtes Zeichen für die Zukunft der Bundesrepublik Deutschland. Sein Kabinett hochgradig inkompetent, seine eigene Person hochgradig fragwürdig und seine politische Agenda hochgradig inakzeptabel. Diese Ampelkoalition wird Deutschland auf den falschen Weg führen und den falschen Weg, den Angela Merkel mit ihrer Regierung eingeschlagen hatte, weiter fortführen. Massenmigration, Aufweichen der Grenzen, Spaltung der Europäischen Union und nicht zuletzt Spaltung des eigenen Volkes, der eigenen Gesellschaft, der eigenen Bürger. Das ist die Agenda dieser Koalition und das wird zu großen Schwierigkeiten und Friktionen führen. Diese Koalition ist nämlich nicht auf Fakten aufgebaut, sondern argumentiert rein ideologisch. Es geht um hehre Ziele, die aber oftmals frei erfunden sind. Der Schutz vor dem Klimawandel, der Schutz vor Corona und weitere Konzepte stehen ja dort im Mittelpunkt, die aber jeglicher Fakten entbehren. Nur laut auf Marktplätzen brüllen wie Fridays for Future gestaltet halt eben keine Politik, sondern Politik wird durch Argumente und durch Fakten gestaltet. Und genau das ist das, was die AfD möchte. Und diese Faktenfreiheit werden wir ständig kritisieren. Dieser Kanzler ist falsch für Deutschland. Dieses Kabinett ist falsch für Deutschland und diese Programmatik ist falsch für Deutschland. Und wir als AfD werden diesen falschen Weg konsequent benennen, konsequent hinterfragen und auch konsequent stets den besseren alternativen Weg aufzeigen. Das ist unsere Aufgabe als Opposition, die wir ganz bewusst wahrnehmen werden. Viele Grüße hier aus dem Reichstag.